Hallo zusammen. Wir freuen uns sehr über das Interesse an Moshtari Hilals Impulsvortrag Hässlichkeit verlernen von künstlerischer Praxis und kolonialer Sehgewohnheit. Mit anschließendem Gespräch. Heute fragen wir den Begriff Kunstfreiheit aus post- bzw. dekolonialer Perspektive. In Hilals Vortrag geht es um Sehgewohnheiten und Blickregime, Selbst- und Fremdbilder und darum, Hässlichkeit zu verlernen. Mein Name ist Laura Hartmann, ich bin die sogenannte Museumslotsin für diversitätsorientierte Vermittlung am Museumsquartier Osnabrück. Gemeinsam mit Katharina Kaub werde ich den heutigen Abend moderieren. Der heutige Impulsvortrag ist nach Vorträgen von Peter Laudenbach und Natascha A. Kelly die dritte Veranstaltung der Reihe Kunstfreiheit – Let's Talk About der Osnabrücker Vielen. Die Veranstaltungsreihe ist das erste größere gemeinsame Projekt der Osnabrücker Vielen und heute ist sogar die erste Veranstaltung mit Publikum vor Ort. Über 40 Institutionen, Kulturschaffende und KünstlerInnen haben in Osnabrück die Erklärung der Vielen unterschrieben. 2017 gegründet, um Kunstfreiheit zu stärken und dem zunehmenden Rechtsextremismus in Politik und Gesellschaft entschlossen entgegenzutreten, möchten die Vielen mit ihrer Erklärung helfen, und jetzt zitiere ich von ihrer Homepage, sich zu rassistischen und diskriminierenden Vorfällen zu positionieren und den Anfeindungen gegen Intellektuelle, KünstlerInnen, POCs und LGBTQs einen gemeinsamen Gestaltungswillen entgegenzusetzen. Auf diese Ziele reagierend haben wir als die Vielen in Osnabrück die Veranstaltungsreihe Kunstfreiheit – Let's Talk About erarbeitet. Sie wird gefördert von der Stadt Osnabrück und der Friedel und Gisela Bohnenkamp Stiftung im Rahmen des Kulturmarathons sowie dem Landschaftsband Osnabrücker Land e.V. und dem Land Niedersachsen. Bevor es losgeht, noch einige technische Hinweise. Die heutige Veranstaltung findet hybrid statt. Wir werden die Veranstaltung streamen, dabei ist das Publikum jedoch nicht mit im Bild. Während des Vortrags bitten wir euch und Sie, nur Verständnisfragen zu stellen. Diskutieren möchten wir dann im Anschluss. Dafür gibt es Säckchen auf euren Plätzen, die wir dann über das Mikrofon stülpen können, wenn ihr mit einem Redebeitrag zu Wort kommen möchtet. Auch das Online-Publikum ist herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Fragen können permanent in den Chat gestellt werden. Katharina Kaub wird sie sammeln und im Anschluss an den Vortrag weitergeben. Wir haben für die heutige Veranstaltung knapp eine gute Stunde vorgesehen. Und im Digitalen kann es natürlich immer mal zu Schwierigkeiten kommen, daher schon mal eine Bitte ums Verständnis. Ja, und nun möchte ich Moshtari Hilal, die Sprecherin, für heute Abend vorstellen. Moshtari Hilal ist bildende Künstlerin, Kuratorin und Forscherin. In Hamburg und Berlin lebend ist sie Mitbegründerin des globalen, unabhängigen Kunstkollektivs AVA, Afghan Visual Arts and History, Mitbegründerin des in Berlin ansässigen Forschungskollektivs CCC, Curating Through Conflict with Care, und Mitbegründerin von Studio Hilal, einem Designprojekt mit ihrer Schwester und Designerin Sura Hilal, das sich mit Drucken auf Textilien an der Schnittstelle von Kunst, Mode und Storytelling beschäftigt. Seit Februar 2021 ist sie außerdem Co-Kuratorin einer Gesprächsreihe mit der dem politischen Geografin Sintuan Varataraja. Und sie beschreibt ihre prozesshafte künstlerische Praxis als eine Versöhnung mit Scham und negierter Schönheit und als kritische Subversion von Macht und kolonialen Kontinuitäten. Moshtari Hilal studierte Islamwissenschaft und politische Theorie in Hamburg, Amman, Berlin und London mit den Schwerpunkten Gender und dekoloniale Theorie. Seit ihrem 19. Lebensjahr hat sie ihre Zeichnungen weltweit ausgestellt, unter anderem in Kabul, New Jersey, Hannover, Berlin, Köln, Hamburg, Göteborg, Teheran, Sopot, Barcelona, London und Beirut. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin jetzt seit einigen Wochen das erste Mal wieder persönlich bei einem Talk anwesend und nicht über Zoom. Und ich möchte heute mein Essay, das ich vorlesen werde, einleiten mit zwei tagespolitischen oder aktuellen Kommentaren. Zum einen würde ich gerne daran erinnern, ich würde gerne an die verratenen, verlassenen und zurückgelassenen Afghanen in Kabul und den weiteren Städten, die von der Bundesregierung nicht abgeholt wurden, obwohl sie auf den Evakuierungslisten standen. An die möchte ich erinnern. Und zum anderen würde ich gerne meine Solidarität bekunden mit allen afghanischen Frauen, die seit Tagen gegen die faschistische Taliban-Regierung protestieren und hoffe, dass sie nicht aus den Medien verschwinden. Heute lese ich ein Essay vor, das ich schon länger schreibe. Es ist ein fortlaufendes Projekt. Ich habe es erstmalig am Mark in Hamburg vorgelesen.
dann für die Münchner Kammerspiele bearbeitet und es wurde in ihrem Online-Magazin veröffentlicht. Und auch heute werde ich eine bearbeitete und etwas längere Version vorstellen. Wenn ich mich als Kind gezeichnet habe, dann war es die Idee, die gezeichnet wurde. Die Idee eines Jemands, der ich gerne gewesen wäre und glaubte werden zu können. Die Zeichnung sollte manifestieren, was ich sein sollte. So gab es etwa ein kleines Heft, das ich in den Schulferien gezeichnet hatte, um mir vorzustellen, wie ich als erwachsene Frau in verschiedenen Szenarien aussehen würde. Tanzend, als Rechtsanwältin, in einem Garten, auf meiner Hochzeit, beim Sport. Mein Gesicht formte ich in diesem Wunschdenken rundlich. Ich kann mich an keine Nase erinnern. Die Nase war also angedeutet, aber redundant. Der Augenaufschlag voluminös und zentral, die Lippen üppig und einladend. Der Körper schmal und lang, mit heller und glatter Haut. Ich würde als erwachsene Frau immer lächeln und sehr gut gekleidet sein. Die Zeichnungen allein und das Wissen über Modernität, Erfolg und Schönheit würden sich manifestieren. Ich hatte mich entschieden, all jene Dinge zu werden, also würde ich sie werden. Ich hatte aufmerksam studiert und beobachtet, was all jene schönen und erfolgreichen Frauen ausmachte, zu denen ich gehören würde und zu denen meine Mutter und meine Tanten nicht gehörten. Ich würde anders sein, weil ich aufmerksam war und weil ich mich dazu entschieden hatte. An Gedankenspielen, Collagen, Zeichnungen und Tagträumen lebte ich bereits dieses Leben. Und es waren nur die Pubertät und ein paar Jahre, in denen ich heranreifen würde, die mich von meiner Bestimmung, schön und erfolgreich zu sein, trennten. In Gedanken, immer wenn ich die Augen schloss oder ihre Taille und ihre kleine Nase mit der gezeichneten Linie nachzog, wurde ich zu ihr. Die Zeichnungen waren Baupläne einer körperlich und sinnlich erfahrbaren Zukunft. Ich würde werden. Aus den Bauplänen wurden schnell Schlachtpläne. Von meinem Manifested Destiny als attraktive Protagonistin meiner Erfolgsgeschichte blieben nur halbherzige, müde und unrealistische Strategien gegen den Verlauf und das Ergebnis meiner Pubertät zurück. Die Schlachtpläne bestanden aus unzähligen Listen, gezeichneten Karten und kollagierten Vision Boards. Eine Zeichnung aus dieser Zeit hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Diese Zeichnung glaubte nicht mehr an das kindliche Wunschdenken, sie war vielmehr eine zynische und überzeichnete Abfindung mit dem Knochenbau, dem Status quo, der Realität. Da war mein Kopf, groß und unsicher auf einem dürren Hals und einem kurzen und kleinen Körper. Das Gesicht war so überzeichnet, es hatte kaum Platz auf dem schweren Kopf. Ich hatte meine Nase ganz spitz und kühl gezeichnet, wie eine scharfe Kante, wie eine Stelle, an der sich jeder schnitt, der mir zu nahe kam. Meine Augen waren traurig und müde, die Augäpfel groß und aufdringlich, die Augenringe tief und erschöpft. Mein Mund wurde ganz schmal und unbedeutend, trocken und allein. So war die Zeichnung. Eine zynische Abrechnung, die ich mir andrehen wollte, als eine nüchterne Bestandsaufnahme. Die Zeichnung sprach zu mir. Sei ehrlich, es ist das und du lebst es ist das und du bist es. Die Kartografie meiner Hässlichkeit war diese zynische Zeichnung, die glaubte, Schadensbegrenzung zu betreiben, indem ich meinen Körper einteilte in feindliche Zonen mit Strategien ihrer Bekämpfung überlegte. Ich würde nicht mehr schön sein können, aber das bedeutete nicht, dass ich es zulassen dürfte, außerordentlich oder auffällig hässlich zu sein. Eine markante, dünne, kleine Person war eine Sache,
Aber eine markante, dünne, kleine und behaarte Person, das war nicht auszuhalten. Mein Schlachtplan beschloss Mittel, Zyklus und Priorität jeder Offensive. Höchste Relevanz hatte mein Oberlippenbart. Er war zentral und nicht zu verdecken, wie etwa andere Stellen am Körper. Wenn ich sprach, und das war unvermeidlich, wurde jedes Wort umrandet von diesem Herrchen. Und diese Herrchen sprachen mir meine Weiblichkeit ab, und deshalb musste ich sie vernichten. Mein Oberlippenbart war kräftiger und dichter als etwa der Flaum am Kinn oder an den Wangen. Ich könnte ihn blondieren, aber dann müsste ich gegebenenfalls das ganze Gesicht einfärben und würde dadurch heller als am restlichen Körper. Das Mittel roch streng, war relativ teuer und brannte auf der Haut. Ich hatte schon mal die Haut um meinen Mund herum und am Kinn verbrannt und dann statt Härchen kleine Wunden. Der blondierte Effekt hält auch nicht so lang, weil die Haare schnell wachsen und dann die Ansätze schwarz und die Spitzen blond sein würden. Das würde mich zum einen verraten und zum anderen unhygienisch aussehen lassen, ebenso wie kleine Brandwunden das tun würden. Rasierte ich den Oberlippenbart, würde er stoppelig und damit optisch dicker nachwachsen und das bereits nach 2 bis 3 Tagen. Rasiert man sich zu oft, könnte man einen Hautausschlag bekommen und das würde wiederum ungepflegt aussehen. Nach diesem Verfahren kartierte ich meinen ganzen Körper und erklärte meiner Haut den Krieg, regelmäßig und langfristig. Aus einigen dieser Taktiken und offensiven Strategien wurden bis heute anhaltende Gewohnheiten und aus anderen dieser defensiven Mechanismen und Gesten wurden nicht aufgelöste Hemmschwellen und Verkrampfungen. Wie etwa das Zusammenzucken, wenn einem im Sonnenschein oder bei grellem künstlichen Licht jemand zu nahe kommt. Dieser Kampf mit der Behaarung ist so repetitiv wie langweilig. Es würde einen wütend machen, so viel Energie und Zeit an die Härchen verschwendet zu haben, wenn nicht all die Wut bereits aufgebraucht wäre an jedem einzelnen der Härchen. Ich empfand mich als hässlich, weil ich glaubte, man sehe mir die Hässlichkeit an. Gleichzeitig war ich unschlüssig, ob es die Hässlichkeit war, die auf mir ruhte, oder der hässliche Blick. Etymologisch befindet sich der Hass in der Hässlichkeit. Er beschreibt eine Abneigung, eine feindselige oder hasserfüllte Haltung Dingen oder Personen gegenüber. Manchmal ist die Rede von Hass mache hässlich oder man glaubt, das Böse sei hässlich und deshalb zweifach hassenswert, innerlich und äußerlich. Die Philosophin Bettina Starknett spricht von der Schule des hässlichen Sehens. Wenn das Bedürfnis nach moralischer Verurteilung Menschen markiert, um mit dem Finger auf sie zeigen zu können. Starknett berichtet von physischer Verstümmelung als Markierung. Im europäischen Mittelalter hätte man Missetätern die Nase abgeschnitten, um sie nachhaltig zu markieren. Gemäß der Erwartung, wer Hässliches tut, hat hässlich auszusehen. Ein Markieren kann aber auch in Bildern und Sprache oder strukturell stattfinden. So etwa, wenn Menschen, die mit dem Bösen assoziiert werden und aufgrund ihrer Erscheinung vorverurteilt werden. Wie beim polizeilichen Racial Profiling von schwarzen oder schwarzhaarigen Menschen in Shisha-Bars oder ganzen Wohnvierteln. In gewisser Weise sind die strukturellen, bürokratisierten und technologisierten Formen des Markierens fast schon grausamer als das mittelalterliche Verstümmeln, weil sie von Einzelfällen oder konstruierten Feindbildern auf ganze Bevölkerungsgruppen, soziale Räume oder Geografien schließen. Wenn es die Technologie erlaubt, werden heute auch markierte Dörfer und ihre BewohnerInnen
mit Drohnen per Knopfdruck ausgeschaltet. Die Hässlichkeit ist somit nicht nur die Kehrseite der Schönheit, sondern beheimatet auch einen Hass in sich, der so einiges ist: selbstgerecht, herablassend, vermessen und tödlich. Als Gegenmittel plädiert Starknet für eine Kultur des schönen Sehens. Das schöne Sehen wäre hoffnungsvoll und vernunftgeleitet. Es würde Menschen nicht irrational markieren und vorverurteilen. Doch was, wenn der Fehler nicht in der Hässlichkeit läge, sondern im Mythos der Schönheit begründet wäre? Mit ihr wird das Gute, Vernunft und Hoffnung assoziiert. Solange wir ein Ideal des absolut Guten oder Schönen pflegen, erlauben wir am anderen Ende der Gleichung zu hassen, zu verurteilen und zu bestrafen. Erst durch ihre Abgrenzung vom Rest erfährt die Schönheit ihre Bedeutung. Welchen Sinn hätte Schönheit als Idee, wenn wir von ihrer Pluralität und nicht ihrer Exklusivität ausgingen, wenn wir sie in den vielen sehen würden, statt in den wenigen? Konsequenterweise wird damit die Hässlichkeit zur zielführenden, negierten Schönheit und zu einem Machtinstrument. Der Psychiater und politische Philosoph Franz Fanon untersuchte 1952 in Schwarze Haut, weiße Masken die psychologischen Folgen der Assimilation in den französischen Kolonien. Er schreibt: Dieses ganze Weiß, das mich verbrennt, ich setze mich ans Feuer und wurde mir meiner Uniform bewusst. Ich hatte sie nicht gesehen. Sie ist in der Tat hässlich. Ich halte hier inne, denn wer kann mir sagen, was Schönheit ist? Seine tiefgreifenden Psychoanalysen kolonisierter PatientInnen stellt die Frage nach der Internalisierung von weißen Normen, die Begehren, Empfinden, Körper und Geist der Menschen strukturiert. Die Assoziation der eigenen Haut als Hindernis, als falsch, wird zu einer unausstehlichen Gefangenschaft in einer Uniform, die nicht abgelegt werden kann. Die immer wiederkehrende Darstellung der kolonisierten Körper als Kriminelle, als Verlierer, als Barbaren brennt sich in die Netzhaut ein, geht über ins eigene Bewusstsein. Nur um dann beim Blick in den Spiegel mit Schrecken feststellen zu müssen, dass man selbst jener Barbar sei. Das psychologische Trauma, in einem Körper zu leben, den man zu hassen lernte, davon handelt Hässlichkeit. Umgekehrt erzählt die Schönheit von dem Privileg, in einem Körper zu leben, den man zum Nachteil und zur Manipulation anderer Menschen einzusetzen lernte. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Diese Aussage fällt oft wie ein Schiedsspruch. Er macht die Schönheit zur Frage des Geschmacks, einer subjektiven und individuellen Angelegenheit. Der dekoloniale Theoretiker Walter Mignolo erhebt Widerspruch gegen diese Annahme. Es müsse unterschieden werden zwischen dem eurozentrischen Projekt der Lehre des Schönen, der Ästhetik, und dem Empfinden, also der sinnlichen Erfahrung, Ästhesis. Das griechische Wort Ästhesis beschreibe kein ausgearbeitetes Konzept, keine Lehre vom Schönen, wie der belastete philosophische Ästhetikbegriff, der im 18. Jahrhundert zum Schlüsselkonzept der sinnlichen Erfahrungswelt der EuropäerInnen werden würde. In seinen Beobachtungen zum Schönen und Erhabenen begründet Immanuel Kant die Grundlagen der ästhetischen Urteilskraft, die nachhaltig den europäischen Ästhetikbegriff prägen sollte. Mignolo beschreibt diese Ästhetik als Kolonisator der sinnlichen Erfahrung, die sie räumlich und zeitlich auf eine Lokalität, auf eine Hierarchie und einen Moment reduziert
und von dort aus weiter reguliert. Vergleichbar ist die Unterscheidung der normierten Ästhetik von der nicht normierten sinnlichen Erfahrung mit der Idee der modernen Bildung im Kontrast zur Praxis des Lernens. Gelernt wurde immer und überall, aber das westliche Bildungsideal mit seinen spezifischen Hierarchien, seiner Organisation, seinen Absichten und Methoden war ein koloniales Machtinstrument. Nachdem Darwins Buch Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl von 1871 veröffentlicht wurde, begannen männliche Wissenschaftler, sich mit rassistischen Haartypen als Zeichen der Primitivität zu beschäftigen. Eine 1893 veröffentlichte Studie untersuchte 271 weiße Frauen auf Wahnsinn und meinte feststellen zu können, dass Frauen, von deren Wahnsinn ausgegangen wurde, mit größerer Wahrscheinlichkeit Gesichtsbehaarung hatten, die denen der Anführungszeichen minderwertigen oder primitiven Rassen ähnelten. Doch es waren nicht nur solche rassistischen und eurozentrischen Ideen aus Philosophie, Bildung und Naturwissenschaften, die unser Sehen strukturierten, sondern auch viel stumpfere und obszönere Formen der visuellen Kultur, wie die Karikatur. Die Karikatur, die in der Überzeichnung ihren Sinn hat, orientiert sich fast ausschließlich an rassistischen, ableistischen, antisemitischen und sexistischen Stereotypen. Heute sind es nicht nur Illustrationen, sondern auch weitaus aufwendigere Produktionen, Fotografien, Filme, Werbung, aber auch dezentralere Formen der Fremd- und Selbstdarstellung wie Trends aus TikTok und Instagram, die unser Sehen maßgeblich erziehen, routinieren und gewöhnen. Zusammen bilden die genannten Disziplinen und Formen eine komplexe Choreografie, die nachhaltig beeinflusst, was wir heute als subjektive Wahrnehmung oder Geschmacksfrage banalisieren. Auf ihrem Blog Leaving Evidence schreibt die Autorin und Aktivistin Mia Mingus: Wir alle laufen vor dem Hässlichen davon. Und je weiter wir davor weglaufen, desto mehr stigmatisieren wir es. Und desto mehr Macht verleihen wir der Schönheit. Und weiter, wie nehmen wir dem Hässlichen den Stachel heraus? Was würde es bedeuten, unsere Hässlichkeit anzuerkennen für alles, was sie uns gegeben hat, wie sie unseren Geist geformt und uns darüber aufgeklärt hat, wie wir jemand anderen nie fühlen lassen wollen? Mingus, die über eine körperliche Behinderung verfügt, betont auch die Irreversibilität von körperlichen Gegebenheiten und die Illusion einer Wahl, jemals anders sein zu können. Schönheit ist exklusiv. Ohne Ausgrenzung kann sie nicht existieren. Zu welchem Preis streben wir nach Schönheit, wenn jene Schönheit in Ausgrenzung begründet ist? Ihre Beobachtungen zur Hässlichkeit in der Krankheit, in der Unfähigkeit, intime und biologische Prozesse des eigenen Körpers eigenständig und fernab fremder Blicke zu vollziehen, hinterfragt somit auch Vorstellungen von Stärke, Stolz und Würde. Inwieweit sind diese bedingt durch unsere materiellen Verhältnisse, aber auch unseren sozialen Beziehungen? Auch hier stellt sich die Frage, ist die Hässlichkeit begründet in der Körperlichkeit des Menschen, der nach der Ausscheidung oder dem Erbrechen Fürsorge benötigt, oder bedingen wir die Hässlichkeit in unserer Entfremdung voneinander und dem Unbehagen, einen Körper über seine Inszenierung und Nützlichkeit hinaus hautnah zu erfahren? Auch Sarah Rodriguez und Ella Pichibilo schreiben in On the Politics of Ugliness von dem Politischen in der Hässlichkeit oder der Unansehnlichkeit.
In Ihrem Buch behandeln Sie Hässlichkeit nicht als deskriptive Qualität des Äußeren, sondern als soziale Kategorie, die über Zugänge zu Kapital und kulturellen wie politischen Räumen beschränkt. Als ich auf Ihre Forschung stoße, sehe ich viele meiner eigenen Überlegungen und Strategien bestätigt. So schreiben Sie: "Most people are afraid of ugliness, ugly bodies and inhabiting ugly zones. Indeed, to be labeled ugly is a source of pain and discomfort." Doch wenn wir Hässlichkeit nicht als schambehaftete und erniedrigende persönliche Erfahrung verdrängen, sondern sie systemisch und konfrontativ angehen, dann ist sie eine Kategorie wie jede andere, die verstanden, dekonstruiert und subvertiert werden kann. Letztlich wird Hässlichkeit wie Gender als relationale, kontextuelle und soziale Kategorie behandelt, also produziert, wiederholt, performt und wahrgenommen. Und entsprechend kann sie verlernt, irritiert, neu besetzt werden. Der US-amerikanische Maler Kerry James Marshall arbeitet ebenfalls mit negierter Schönheit. Seine Gemälde, die mittlerweile zu den zentralen Werken der zeitgenössischen Kunst zählen, beeindrucken durch die bewusste Inszenierung der tiefschwarzen Haut. Die von der Gesellschaft negierte Schönheit der dunklen Hautfarbe wird in Marshalls Arbeit zum Ausgangspunkt seiner Bildsprache. Seine Arbeiten bestechen dadurch, dass die Haut seiner ProtagonistInnen so dunkel gemalt ist, dass die BetrachterInnen erst beim längeren Hinsehen ihre Gesichter, Mimiken und Konturen erkennen. Sei es Freude, Schönheit, Stolz oder Intimität, bei Marshall werden sie selbstverständlich durch schwarze Körper sichtbar. Dieser ästhetisch kompromisslose Umgang mit der negierten Schönheit, die er wiederum durch sein Handwerk als komplexe Schönheit erfahrbar wird, eröffnet uns als BetrachterInnen neue Formen des Sehens und Gesehenwerdens. Im Grunde meine ich damit nur, wir lernen zu sehen und erweitern oder beschränken unser Sehen durch die Auswahl dessen, was wir sehen. Marshall fordert uns auf, länger hinzusehen und beim Sehen zu verweilen und sehen zu lernen. Darstellungen dieser Art demonstrieren, wie unsere Sinne nicht auf Oberflächen und Kontraste einfach reagieren, dass es keine natürliche oder mechanische Sinneserfahrung gibt. Sie demonstrieren, wie hässlich und schön keine fixen Töne einer ästhetischen Palette sind, sondern diskursiv und politisch produziert werden. Wir lernen zu sehen. Es braucht nur einer jener Hässlichen, der in seinem Eigeninteresse handelt, eine wohlwollende Wahrnehmung von sich ausgehend schafft, um tausende Seiten Selbstgespräche weißer TheoretikerInnen bedeutungslos zu machen. Wir können unseren Blick aber auch gezielt umgewöhnen, indem wir unseren visuellen und ideologischen Konsum bewusst steuern. Sobald wir verstanden haben, dass nicht alle Bilder zufällig auf uns treffen und unsere Assoziationen formen, können wir strategisch jedem wiederholten Bild einer konventionell schönen Person, eines medialen Feindbildes, einem anderen Stereotyp, eine widerständige, subversive und alternative Darstellung derselben Identitäten und Körper entgegensetzen. Langfristig werden so nicht nur unsere Sehgewohnheiten erweitert, sondern auch unsere Empfindungen und Gedanken der sinnlichen Erfahrung angepasst. Ein wenig funktionieren wir in dieser Hinsicht wie ein digitaler Algorithmus. Wenn wir nur weiße oder rassistische Inhalte aufnehmen, werden wir entsprechende Reaktionen in unseren Körpern und Persönlichkeiten hervorrufen. Wenn wir uns
Und wenn wir uns unseren eigenen Sehgewohnheiten und vor allen Dingen den Blicken und Erwartungen anderer widersetzen, dann stoßen wir oft auf Unverständnis. Denn man scheitert daran, uns zu kategorisieren und zu bewerten. Oft reichen hier bereits kleine Gesten oder Details aus, um zu irritieren. An der Transfeministin und Dichterin Alok Waidmenon ist es kein kleines Detail, das irritiert, sondern ihre bloße Existenz. Im Gegensatz zu vielen Menschen, die durch die Haarentfernung oder das Bleichen nach sozialer Akzeptanz streben und andere Körper imitieren, pflegt Alok ihre Behaarung. Sie trägt Kleider und Lippenstift, zugleich rasiert sie sich nicht die Beine oder ihren Bart. Und diese Gleichzeitigkeit trägt sie als Selbstverständlichkeit. Wie Mia Mingus wird auch bei Alok die Erfahrung der Hässlichkeit zum Wissensarchiv. Und als Ausgangspunkt der Selbsterkenntnis und widerständigen Performance eingesetzt. An dieser Stelle möchte ich mit den Worten Aloks mein Essay beenden. On the other side of shame, I'm here, hairy, feminine, powerful, because my white classmates used to call me a monkey. Because when my sister's arm hair grew, she was called a man. Danke. Vielen Dank dir für die sehr interessanten und auch persönlichen Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Es war wirklich ein sehr, sehr interessanter und auch aufschlussreicher Vortrag. Ich würde tatsächlich gerne dann schon die erste Frage stellen. Wir werden ja gleich eine größere Diskussion noch machen und vielleicht da jetzt erstmal so ein bisschen einzuführen, würde ich da gerade ganz gerne einmal starten. Du hast jetzt in deinem Vortrag dazu geredet und auch in deiner Kunst sieht man immer wieder, dass du mit Dingen oder Eigenschaften arbeitest, die den hegemonialen Schönheitsidealen vielleicht nicht unbedingt entsprechen und diese aber entgegengesetzt dessen sie nicht weiterverarbeitest, sondern sie als dekorative und ästhetische Momente eigentlich vielmehr umwandelst. Dazu möchte ich gerne fragen, ob du damit vielleicht eine Art alternatives Schönheitsideal postulieren möchtest oder vielleicht auch neu einschreiben möchtest und inwieweit man dabei vielleicht es beim Verlernen von der Hässlichkeit so verstehen kann, dass es in diesem Sinne Hässlichkeit nicht gibt. Das ist eine ziemlich gute Frage, weil da auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden hat. Also meine zeichnerische Praxis hat auf jeden Fall mit dem Selbstporträt begonnen und auch meine Arbeiten, die erstmalig ausgestellt wurden und sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben, waren auch Selbstporträts, auch mit der Absicht, ein Schönheitsideal, ein eigenes Schönheitsideal, ein alternatives Schönheitsideal zu schaffen. Aber wie man jetzt auch an dem Text wahrscheinlich herausgehört hat, aber auch wohin meine Recherche, aber auch mein persönlicher künstlerischer Prozess sich entwickelt, ist nämlich von diesen Konzepten wegzukommen, aus den Gründen, die ich genannt hatte, und hier weniger etwas Schönes darzustellen, sondern eher etwas Interessantes. Also für mich mittlerweile ist schön etwas, bei dem man auch nicht lange verweilen kann, weil es entweder normiert ist oder bestimmten Regeln folgt und damit sehr schnell verstanden wird, wohingegen Hässlichkeit
ist etwas ist, was irritiert und auch etwas, was einen überrascht und auch mehr Komplexität auf jeden Fall erlaubt. Aber trotzdem haben sie eine Bewertung in sich und so eine Binarität, die ich jetzt nicht unbedingt in meinen eigenen Arbeiten sehe oder auch produzieren möchte. Und meine zeichnerische Arbeit zum Beispiel basiert sehr stark auf der gezeichneten schwarzen Linie, die ich so sehr repräsentativ und auch symbolisch als Übersetzung von, also das schwarze Haar, die schwarze Körperbehaarung quasi zeichnerisch übersetzt, so in die schwarze Linie übersetzt habe. So. Ich habe jetzt gerade meinen Satz so ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber im Grunde interessiert mich da eher die Bedeutung umzudrehen. Also in der realen Welt, in der alltäglichen Welt, ist die schwarze Körperbehaarung etwas, was entfernt wird, was als unnütz oder als unhygienisch, als hässlich wahrgenommen wird. Und dann in meinen Zeichnungen versuche ich ihn quasi statt der Entfernung sie als dekoratives Element zu verarbeiten und sie als Struktur, aber auch als zentrales Element meiner Zeichnung zu verstehen, indem ich sehr viel Zeit in sie investiere. Also wenn man meine Arbeiten gesehen hat, dann sieht man, wie detailliert die Härchen teilweise gezeichnet sind und was für einen Raum sie einnehmen in der Zeichnung. Also für mich geht es da weniger um Schönheit, mehr darum, ihnen Aufmerksamkeit und Bedeutung und einen neuen Sinn zu geben, wenn das Sinn macht. Also es ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil ich gerade noch in diesem ganzen Entwicklungsprozess bin, diese beiden Kategorien auch selbst zu verlernen. Ja, danke. Also kann man sehr gut nachvollziehen, verstehen, denke ich. Und auch, dass das generell einfach ein Prozess ist, eine Art Findung, wie man sich dem widmen möchte. Und doch, ich denke, dass ganz gut verständlich ist, dass es vielleicht einfach so eine Art eigene Welt, so eine Art eigenen Status vielleicht auch bekommen soll und darf. Danke. Okay, dann auch an dieser Stelle endlich von mir nochmal ein Danke. Entschuldigung für gerade. Just in dem Moment, wo ich sprechen wollte, habe ich mich verschluckt. Vielen Dank für das das Vortragen deines bewegenden Essays. Ich habe auch eine Frage vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Du hast ja begonnen mit einem sehr intimen Einblick eigentlich in dein erstes künstlerisches Schaffen als Kind und die Auseinandersetzung mit deinem Porträt und deiner Darstellung. Und wurdest da ja, wie du es beschrieben hast, wenn ich es richtig verstanden habe, schon dort eigentlich von kolonialen Sehgewohnheiten und weißen Normen von Ästhetik und vermeintlicher Schönheit irgendwie beeinflusst und hast ja auch begonnen zu skizzieren, sehr eindringlich, wie sich das so im Alltag dann anfühlt, welche Kämpfe in einem selbst stattfinden in dem Moment. Mich würde interessieren, was passiert denn zum Beispiel dann mit nicht weißen Körpern im Kontext einer Exotisierung bzw. eines exotisierenden Orientalismus in Bezug auf POC beispielsweise? Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr starke Reaktion auf den Kampf mit weißen Normen, dass man dann in das andere Extrem umschlägt und anfängt, sich selbst zu orientalisieren oder zu ja fast schon in so eine Karikatur oder in so ein Klischee zu verwandeln, weil man so sehr sich abgrenzen möchte und so stark performen möchte. Am Ende sind ja diese Dinge rein performativ. Also performen möchte, dass man das andere ist und dass man stolz ist, das andere zu sein. Und da läuft man natürlich Gefahr, selbst dieses andere durch den Blick, durch den kolonialen Blick als Klischee zu reproduzieren, indem man meint, plötzlich bestimmte ethnisch oder kulturell oder religiös aufgeladene Kleidung als fast schon als so Kostüm in den eigenen Alltag einzubauen, obwohl der dort vorher nie da, also obwohl er
obwohl diese Bekleidung zum Beispiel oder diese Ästhetik vorher keinen Raum hatte und teilweise auch gar nicht Teil der eigenen Identität ist. Also wie soll ich das am besten zusammenfassen? Also es ist ein bisschen so dieses, wenn man so sehr aus der Assimilation herauskommen möchte, dass man anfängt, die kolonialen Darstellungen des anderen zu imitieren, weil man eigentlich gar kein Wissen hat, woher man kommt oder woher man vermeintlich kommt oder wie die eigene Ästhetik vermeintlich auszusehen hat. Und dann orientiert man sich an kolonialen Postkarten, an Darstellungen aus Filmen oder aus der Kunst, die die vermeintlich eigene Kultur wiedergeben. Und das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wir teilweise keinen Zugang zu bestimmten kulturellen Praktiken haben, dass sie nicht repräsentiert werden in unseren Archiven, in den Museen oder auch in den öffentlich zugänglichen Medien. Und wenn sie dann dargestellt werden, sie immer reduktiv dargestellt werden. Und zum anderen hat das auch natürlich damit zu tun, dass es auch natürlich einen Unterschied gibt, ob es eine gelebte kulturelle Praxis ist oder ob man in der Diaspora lebt und sich von dem schon entfernt hat und dann als politischen Akt sich dann die kulturelle Praxis anderer Menschen wieder aneignen möchte. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen deutlich wurde. Sonst kann ich gerne nochmal überlegen, ob mir noch andere Beispiele einfallen. Also ganz klar habe ich auch mitgeschrieben, so dass Räume von Repräsentation und Identifikation oftmals gerade für Bi-POC-Personen im deutschen Kontext oder in weißen Kontexten ja fehlt. Du hast es auch ein bisschen angerissen in deinem Essay, aber was kann uns helfen, diese koloniale Sehgewohnheit erstmal wahrzunehmen vielleicht, also auch überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, oh, jetzt gerade sind da irgendwie Muster oder Brillen, an denen ich mich gar nicht mehr bedienen möchte. Es ist ja auch ein Prozess der Bewusstwerdung, den es vielleicht erstmal braucht. Für mich persönlich hat es damit angefangen, also ich mag das Wort mittlerweile gar nicht mehr, weil wir es so oft benutzen, aber einfach meinen visuellen Konsum zu diversifizieren. Mhm. Also einfach unterschiedliche Dinge mir anzuschauen und vor allem mir Dinge anzuschauen, die mich irritieren, die ich nicht einordnen kann und das über längere Zeit. Also konkret sind zum Beispiel soziale Medien, also sie haben natürlich sehr viele Nachteile, aber ein Vorteil ist, dass auf Instagram zum Beispiel hat man einen der wenigen Räume, wo Menschen unter eigener Regie sich selbst darstellen können und von sich selbst erzählen können. Und da sich wirklich anzusehen, was verschiedene Identitäten und verschiedene Perspektiven und Positionen zu erzählen haben, das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir sonst im Fernsehen oder in anderen Institutionen und in Medien konsumieren, weil da wird es immer kuratiert von einer dritten Person, von einer Kuratorin, einer Journalistin, einer Regisseurin, einer Fotografin und nur auf den sozialen Medien, aber auch natürlich in der realen Welt, in sozialen Beziehungen zu anderen Menschen, erfahren wir die Selbstdarstellung, die tatsächliche Selbstdarstellung vieler Menschen. Und für mich persönlich war das auf jeden Fall ein Zugang, mir wirklich unterschiedliche Dinge anzusehen und auch zuzuhören und nicht sofort zu reagieren, sondern erstmal nur aufzunehmen und das einfach auf mich einwirken zu lassen. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt ihr oder sie ins Spiel, wenn ihr mögt, wenn sie mögen. Gibt es Fragen an Moshtari? Wir haben sonst noch welche vorbereitet, aber... Oder vielleicht zum Weiterüberlegen noch kurz. Ist was im Chat eingetroffen? Ja, ich schaue gerade einmal nach. Soweit ich das sehen kann, haben wir noch nichts im Chat. Das mag sich aber bestimmt auch noch ändern.
möchtest du sonst machen? Ja. genau. Was ich mir noch gefragt hatte, ja, auch vor dem Hintergrund, dass du ja auch künstlerisch arbeitest und da sehr, sehr viel auch machst, was auch auf den sozialen Medien eben zu sehen ist, was vielleicht der eine oder die andere auch schon mitverfolgt hat hier, ist, dass du ja viel zum Beispiel fotografisch arbeitest, aber auch zeichnest und wirklich da sehr, sehr viele unterschiedliche Kategorien und Genres bedienst. Was mir dabei aufgefallen ist, dass du ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommst, nämlich hast du islamische Studien sowie Politikwissenschaften studiert. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie du dann doch zur Kunst gekommen bist. Also ich habe schon immer gezeichnet und mich schon immer für diese Dinge interessiert, war aber so ein bisschen desinteressiert am Kunststudium, weil ich einige Personen kannte, die schon Kunst studiert haben, und was mich so davon abgehalten hat, war der Bubble-Charakter an Kunsthochschulen, also dass da sehr viel immer für so isoliert von der Außenwelt, von dem politischen und gesellschaftlichen Geschehen Werke geschaffen wurden und füreinander nur, also es war ein recht exklusiver und auch elitärer Raum, dem ich nicht angehören wollte. Und mich hat dann ein Studium, das auch noch inhaltlich auch stärker sich mit meiner Lebensrealität und meiner Umwelt beschäftigt, eher interessiert. Und deshalb hatte ich mich damals für Islamwissenschaften und Politik entschieden, aber habe nie aufgehört, natürlich zu zeichnen, und nie aufgehört, künstlerisch mich weiterzubilden. Aber ich bin trotzdem Autodidaktin, das heißt, mein Lebenslauf verläuft nochmal ganz anders als bei Personen, die Kunst studieren und dann in die freie Kunst oder an Institutionen gehen. Und ich habe angefangen, meine Arbeiten selbst zu veröffentlichen durch soziale Medien. Und es hat auch eine Weile gekostet und gedauert, bis das, was ich mache, auch als Kunst angesehen wurde. Zum einen von mir selbst, aber auch von etablierteren Räumen, aber auch so dem allgemeinen Kunstmarkt, weil man ja vor allen Dingen, wenn man sich mit politischen und auch sozialen Themen beschäftigt, sehr oft als Aktivistin gelabelt wird. Und dann auch deine künstlerische Auseinandersetzung gar nicht angesehen wird. Also man wird sehr schnell irgendwie so nur in bestimmten Räumen eingeladen, die dafür reserviert sind, dass man aus einer bestimmten Identität heraus spricht und Themen anspricht, die der allgemeine, normale, normierte Kunst die normierte Kunstindustrie nicht bedienen kann. Da wird man für diese Themen eingeladen, so singulär, und dann verschwindet man immer wieder. Das heißt, es hat eine Weile gedauert, bis ich als Gesamtperson mit allen Dingen, die ich mache, auch wahrgenommen wurde. Also so ein bisschen war das mein Weg aus den Geistes- und Sozialwissenschaften über zu sehr viel aktivistischer Arbeit, die mir so ein bisschen aber aufgezwungen wurde aufgrund meiner Identität, bis ich dann quasi den Durchbruch hatte und wirklich auch nur für meine Arbeit, für meine künstlerische Arbeit gewertschätzt wurde und auch eingeladen wurde, um sie auszuüben. Das ist ja, glaube ich, auch das Schöne an der heutigen Zeit, dass einfach so vieles möglich ist. Man ist nicht gezwungen, Kunst zu studieren, um dann künstlerisch zu arbeiten, sondern man hat eben gerade vielleicht auch durch die sozialen Medien sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich da eben auf unterschiedlichste Arten und Weisen eben auszudrücken und dann vielleicht auch dafür Gehör zu finden. Würdest du denn sagen, dass Kunst für dich dabei ein Weg ist, deine Kreativität auszudrücken, also die du vielleicht schon immer in dir hattest, wie du auch sagtest, weil du ja schon immer künstlerisch gearbeitet hast, oder ist es auch mit
oder vorrangig ein Mittel oder eine Fläche für dich für ja, gesellschaftliche Aktion? Also ich kann da gar nicht so trennen. Ich würde sagen, dadurch, dass ich als Künstlerin in den öffentlichen Raum trete und auch in Beziehungen trete und auch in Arbeitsverhältnisse trete, ist alles dadurch bestimmt. Also ich würde wahrscheinlich ganz anders sprechen und ganz anders wahrgenommen werden, wenn ich in eine Institution trete zum Beispiel oder einen Vortrag halte und als Wissenschaftlerin vorgestellt werde. Da sind einfach andere Maßstäbe. Und als Künstlerin hat man da schon mehr Freiheiten, eben diese Disziplinen zu vermischen, also viel interdisziplinärer zu arbeiten, aber auch methodisch viel zu vermischen, also viel intuitiver und assoziativer an Themen heranzugehen. Und da vermischt sich für mich persönliche Reflexion mit politischem Interesse, mit sozialem Interesse, mit also das vermischt sich alles und ich kann da gar nicht so stark trennen zwischen Kreativität oder Protest. Also so, ich finde, teilweise ist es auch sehr künstlich, diese Trennung. Und ich glaube, dass viele diese Trennung auch künstlich herbeiführen, um sich selbst zu schützen, weil es natürlich eine Sache ist, eine künstlerische Arbeit oder eine Arbeit zu leisten, die inhaltlich kritisch sich mit etwas auseinandersetzt und eine andere dann wirklich in der Realität außerhalb des Werkes auch sich zu positionieren und wie die Institution zu hinterfragen, in der man spricht, mit der man arbeitet, die Geldquellen zu hinterfragen oder auch Themen von zu Hause oder aus der Zeitung mitzunehmen in die Beziehungen oder in die Gespräche, die man dann als Künstlerin hat. Und ich glaube nicht, dass man das trennen kann und ich trenne das auch nicht. Bitte, da haben wir die erste Frage aus dem Publikum. Möchtest du mit Mikro oder soll ich nochmal laut für den Stream wiederholen, was du sagst? Ich glaube selber noch. Dann wiederholt du gerne noch. Also, oder das kann auch dieses, ich probiere es mal. Genau, nehmen wir das Laiensäckchen. Also vielen Dank fürs Essay. Ich fand es sehr berührend und ich glaube, ich fand es sehr schön, wie du vorgestellt hast, also Hässlichkeit eigentlich als soziale Kategorie. Ich glaube, ich hätte es lange gar nicht so gewagt, so zu formulieren. Ich fand das sehr schön klar formuliert. Und also ich bin ja selber nicht POC und kann nicht aus der Perspektive sprechen und kann nur aus der Perspektive vielleicht als, also in Bezug auf Hässlichkeit, als dicke, queere oder ostdeutsche Personen mich beteiligen. Und deshalb würde ich eher fragen, wie weit du das vielleicht auch, wenn man sich auf Hässlichkeit als Kategorie bezieht, das auch vielleicht als intersektionale Chance eines Gesprächs siehst. Genau. Definitiv. Also ich glaube, dass Hässlichkeit definitiv intersektional verstanden werden kann und ist vielmehr auch ein Gefühl oder eine Erfahrung der Ausgrenzung, der Erniedrigung, der Unterdrückung ist, die dann unterschiedlich ist, je nachdem, welche Biografie man hat, wo man sich geografisch befindet. Und die Intensität ist ja auch unterschiedlich, je nachdem, wie man vielleicht finanziell aufgestellt ist oder in welcher familiären Konstellation man aufgewachsen ist. Das unterscheidet sich ja unabhängig von Race. So, ja, also definitiv würde ich da gar nicht so sehr das auf eine nicht weiße Perspektive beschränken. Gleichzeitig, genauso wie bei Sexismus, genauso wie Sexismus nicht nur Frauen betrifft, betrifft natürlich Rassismus oder Kolonialismus auch nicht nur kolonisierte Subjekte, sondern genauso strukturiert das ja auch die Selbstwahrnehmung oder auch das Selbstbewusstsein der Menschen, die auf der anderen Seite der Gleichung stehen. Also ich glaube, es betrifft auf jeden Fall alle, genauso betrifft Hässlichkeit alle Menschen.
Hallo, ich hätte eine Verständnisfrage, jedenfalls habe ich es so verstanden. Also ist es auch nicht die Lösung, quasi nicht weiße Körper als schön zu deklarieren? Was wäre denn dann die Lösung? Also ich glaube, da habe ich irgendwie eine Verständnisfrage gerade gehabt. Ich glaube, ich habe da auch gar keine absolute Antwort, sondern finde es wahrscheinlich auch interessanter, wenn alle nur mit noch mehr Fragen nach Hause gehen, weil ich natürlich auch noch weiterhin Fragen habe, die ich für mich beantworten will. Aber die eine Frage, die ich halt bezüglich Schönheit gerne zurückwerfen möchte, ist nämlich, was ist denn das Interesse daran, als schön zu gelten? Also ich hatte auch kurz überlegt, ob ich so einen Tweet mitbringe, habe es aber dann vergessen. Aber in diesem Tweet ging es darum, dass jemand meinte, sinngemäß, dass von Diversity auch nur schöne POCs profitieren. Also so ein bisschen das, was wir gerade bei diesem ganzen Repräsentationsdiskurs mitmachen und miterleben, ist ja, dass am Ende Menschen auch nur repräsentiert werden, die trotzdem sehr nahe an dem kommerziellen Schönheitsstandards sind. Das heißt, sie werden gecastet, dargestellt, abgebildet und auch genutzt, um bestimmte Produkte zu verkaufen oder sind dann Teil von anderen Produktionen. Und ganz oft ist diese repräsentative Oberfläche, die dann auch damit einhergeht, dass man sich schön fühlen möchte, aber auch so öffentlich darstellen möchte, dass man sich schön fühlt. Ganz oft geht es dann trotzdem in die Richtung, dass es eine sehr kleine Gruppe von Menschen betrifft. Und da geht es mir auch gar nicht so sehr darum zu sagen, nur eine bestimmte Körperform wird dann als schön erachtet, sondern auch also aus einer ökonomischen Perspektive heraus, wer kann es sich denn überhaupt leisten, diesen Prozess auch durchzumachen, sich so sehr mit seinem eigenen Äußeren auseinanderzusetzen und darin zu investieren und sich dann auch selbst darzustellen und diese Bestätigung zu erfahren. Das ist auch dann eine sehr kleine Gruppe. Und Schönheit geht daher immer mit so einer sehr exklusiv, also mit so einem exklusiven Charakter voran. Dabei, also warum möchte man schön sein? Um gemocht zu werden, um begehrt zu werden. Aber sollten nicht alle Menschen ein Recht darauf haben, begehrt zu werden und gemocht zu werden? Also warum will man dann sich trotzdem absetzen von den anderen? Also genauso fände ich zum Beispiel die Frage interessant, wenn wir auf eine, wenn zwei Menschen einen Raum betreten und man sagt der einen Person, oh, du siehst schön aus heute, macht man zwar einer Person ein Kompliment, aber gleichzeitig nimmt man der anderen Person die Möglichkeit, schön zu sein oder als schön wahrgenommen zu werden, ja weg. Also jedes Mal, wenn wir jemanden als schön markieren, markieren wir die anderen auch als nicht schön, als negierte Schönheit. Also von daher, wozu brauchen wir dieses Konzept? Vor allen Dingen, wenn es sich auf Menschen bezieht und nicht jetzt Gegenstände oder eine Landschaft oder so, sondern tatsächlich auf Menschen und sie dadurch sozial privilegiert oder benachteiligt. Haben wir eine Frage im Chat? Im Chat sieht es leider noch nicht danach aus. Hast du noch eine Frage? Ja. Wir sind ja heute Abend hier unter anderem aufgrund der Veranstaltungsreihe Kunstfreiheit Let's Talk About. Und deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen, was bedeutet für dich Kunstfreiheit im Kontext von künstlerischer Praxis oder aber auch dekolonialen oder kolonialen Sehgewohnheiten? Und ist das etwas, was in Deutschland beispielsweise allen gleichermaßen zusteht, also diese Freiheit auf Kunst, oder wird es irgendwie bei bestimmten Personen bemessen? Oder? Mhm. Ich hatte auch im Vorgespräch dir gesagt, dass ich mir eigentlich die Frage nach Kunstfreiheit nicht stelle, was wahrscheinlich ein positives Signal ist. Also ich frage mich gar nicht, was darf ich in der Kunst? Ich habe das Gefühl, ich dürfte alles. Ich frage mich eher, was kann ich? Aus ökonomischen, also materiellen Gründen, was kann ich mir leisten, wie sehr kann ich das, was in meinem Verstand vor sich geht, auch umsetzen,
Und werde auch dafür einen Raum und eine Bühne bekommen oder auch nicht. Also es ist die Frage bei der Kunstfreiheit, stelle ich mir eher die Frage danach, was, wer kann wo sprechen, wer wird gehört, wer wird gesehen und wer kann es sich leisten, Kunst zu schaffen. Und das ist für mich eher eine Frage nach Zugang zu Kunst und auch nach der Freiheit, Kunst machen zu können und sich künstlerisch überhaupt ausdrücken zu dürfen. Also das sind eher die Fragen, die ich mir stelle, als dass ich mir die Frage stellen würde, ich als Künstlerin, was darf ich sagen, machen oder nicht? Wenn, ja. Vielen Dank. Ja, danke für deinen Essay auf jeden Fall. Genau, und ich wollte dich fragen, wie das ist, die theoretische Auseinandersetzung. Also wenn du sagst, du hast dich jetzt mit Hässlichkeit irgendwie anders auseinandergesetzt als früher vielleicht, übersetzt du quasi diese neuen Erkenntnisse für dich auch in deinen Zeichnungen? Oder sozusagen, ja, wie beeinflusst sich die Theorie und deine künstlerische Praxis miteinander? Ja, ich glaube aber, dass die Umsetzung sehr subtil verläuft. Ich glaube teilweise, zum Beispiel stelle ich mir die Frage der Hässlichkeit viel stärker beim Selbstporträt als bei jeder anderen Form des Porträts. Also ich zeichne hauptsächlich Porträts. Und wenn ich eine andere Person darstelle als mich selbst, gehe ich schon von vornherein viel zärtlicher und viel offener an den Körper, an das Gesicht und an die Person. Sobald es um die Selbstdarstellung geht, entsteht viel stärker auch die Selbstkritik und auch die Selbstzensur. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, jetzt auch in einem Workshop an der HAW, an der Kunsthochschule in Hamburg, da ging es nämlich auch um Hässlichkeit verlernen bzw. bezeichnen und dann in Klammern, also zeichnen und bezeichnen. Und da haben wir gemeinsam zwei Selbstporträts gezeichnet. Einmal, wie wir uns selbst darstellen mit dem Wissen, dass wir gesehen werden. Und einmal, wie wir uns nicht darstellen wollen würden, aber glauben auszusehen. Und bei mir persönlich war es dann so, dass ich als Vorlage zwei Selfies aus meinem Handy genommen hatte. Eins, das ich posten würde und eins, das ich nicht posten würde, weil der Winkel mir nicht gefällt und ich das Gefühl hatte, dass ich unattraktiv aussehe. Und ich habe dann beide gezeichnet und das waren dementsprechend die beiden Zeichnungen. Bei den anderen Workshop-Teilnehmern war das dann anders. Also da haben die, ging es auch um den Winkel des Gesichtes. Also jeder hat bei der Selbstdarstellung einen bestimmten Winkel, den er nicht mag. Also viele finden ihr Profil zum Beispiel sehr unattraktiv, weil wir so ein eigenartiges Verhältnis zu der Nase und einem starken Profil haben. Das heißt, viele hatten sich bei der hässlich dargestellten Version ihres Iches ihr Profil ausgesucht. Also es waren halt solche kleinen subtilen Momente, die dann einer fremden Person fast gar nicht auffallen, aber der Person, die dann sich selbst darstellt oder zeichnet, sehr stark aufgefallen ist. Hautunreinheiten werden auch ganz oft nicht gezeichnet. Das heißt, bei dieser Aufgabenstellung haben dann die WorkshopteilnehmerInnen viel stärker noch auf ihre Hautunreinheiten geachtet und versucht, auch die zu zeichnen. Und es waren solche Momente. Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind natürlich unendlich. Also ich glaube, dass Hässlichkeit tatsächlich unendlich ist und Schönheit eben nicht, weil wir schon eine Vorstellung von Schönheit haben. Aber die Vorstellung von hässlich ist so individuell wie die Menschheit, weil tatsächlich fast jeder sich als hässlich empfindet, auch wenn er rational einschätzen kann, dass er konventionell als attraktiv wahrgenommen wird. Und
ich glaube, da sind die Möglichkeiten unendlich. Ja. In Anbetracht der Zeit, finde ich, ist das auch ein sehr schönes Schlussplädoyer nochmal gewesen. Vielen Dank an dich und das Publikum. Letzte Chance. Gibt es noch Fragen, die gestellt werden sollten, bevor wir auseinandergehen? Wie sieht das bei den Online-GästInnen aus? Ich schaue gerade nochmal nach den Online-Fragen. Hier hat sich tatsächlich bislang noch nichts weiter ergeben. Also wirklich jetzt letzte Chance für das Publikum. Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für das Input, die Gedanken, an die angeregt wurden, angestoßen wurden, wo weiter vertieft werden kann, diskutiert werden kann, gedacht werden kann. Schön, dass Sie und ihr da wart. Und einen schönen Abend, wenigstens den lauen Sommerabend. Ja, danke für die Einladung und fürs Zuhören. Vielen Dank.